2014 ist erst anderthalb Tage fast alt, aber trotzdem kann man ja einen Blick in die Zukunft wagen. Und Lilo von Kiesenwetter ist bei uns heute in Remscheid. Sie haben mir im Vorgespräch erzählt, dass Sie eine Seherin sind. Was bedeutet das? Ich kann nur personenbezogen etwas sagen. Keine Katastrophen oder keine Kriege oder das kann ich nicht. Ich kann nur zu einer Person, die ich sehe, etwas sagen. Und was wollen die Leute von Ihnen eigentlich am meisten wissen? Ich mache das schon 35 Jahre und das ist sehr unterschiedlich. Also in den 80ern, also Ende 70 und 80ern, ging es immer nur um Liebe. Ach, ging um Liebe und Fremdgehen und Scheiden, das waren die 70er und 80er. In den 90ern ging es dann ganz nur um Gesundheit. Also da war das Gesundheitsthema ganz immer gesund, gesund, gesund. Und ab 2000 geht es darum, die wichtigsten Fragen sind, behalte ich meine Arbeit? Kann ich mein Haus weiter bezahlen und kann ich in Urlaub fahren? Das sind die drei wichtigsten Fragen jetzt. Und also das hat sich also mit der Zeit gewandelt und es ist also auch, es zeigt auch, wie sich die Zeit geändert hat in den letzten 30, 35 Jahren. Macht Ihnen eigentlich das Spaß? Ja, mir macht das Riesenspaß. Sie müssen bedenken, ich mache es wirklich 35 Jahre und nicht erst seit es modern ist und seit es auch jeder kann angeblich. Das finde ich immer so lustig. Na, und ich muss Ihnen sagen, ich hatte auch keine leichte Zeit. Ich habe mal mit 50 D-Mark in einer Küche in Rodenkirchen am Rhein angefangen. Darum die Seherin vom Rhein, noch immer von damals. Heute lebe ich auf Ibiza und da werden manche sagen, Mensch, ja, aber damit Geld verdient. Nee, ich habe mal gut geerbt und danach hatte ich eigentlich die Riesenerfolge, denn ich hatte den Rücken frei und das ist hier auch für mich, diese Plattform bei diesen ECE-Zentren, heute im Allee-Center Remscheid, ist für mich einfach Übung. Die Leute kommen rein, ich habe die noch nie gesehen im Leben. Na, und man muss bedenken, sonst kostet eine Beratungsstunde bei mir 250 Euro. Die kommen hier rein und dürfen drei Fragen stellen und geben dann eine Spende für Kinder, für Jugendliche hier in Siegburg. Argot heißt das. Ich wusste gar nicht, wie es heißt, aber jede Stadt hat hier was anderes, aber Argot. Und das finde ich gut. So habe ich was Positives gemacht, was mir Spaß macht und wo halt eben ich sehen kann, was kann ich noch. Wer kommt denn mehr zu Ihnen, Männlein oder Weiblein? Also früher war es so, 90% Frauen, 98% Frauen, 2% Männer. So, heute ist es so, 60% Frauen, 40% Männer. Und haben Sie dann für eine Erklärung, wieso Männer sich heutzutage auch für solche Sachen mehr interessieren als früher? Weil die Frage nach der Arbeit eigentlich bei den Männern vorherrscht. Und darum kommen die mehr. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Und wir gucken uns mal vorne außerhalb des Zeltes an, fragen mal die eine oder andere Person, wieso Sie hier hingekommen sind, um sich von Frau Kiesenwetter mal die Zukunft sagen zu lassen. Klar, also ich stehe hier in der Schlange, um zu wissen, was die Frau Kiesewetter mir zu sagen hat. Ich war schon des Öfteren bei Kartenlegern, Wahrsagern und so und möchte einfach nur wissen, ob es genauso identisch ist, was sie jetzt sagt und das mit dem Gleichen übereinstimmt. Und mich interessiert halt eben, wie es für mich beruflich im Privaten weitergeht, weil ich finde, das ist schon eine interessante Sache. Vielleicht kann man damit auch ein bisschen einlenken und das verschieben, wenn es mal nicht so gut läuft. Ja, ich war sehr interessiert, auch gespannt, was dabei rauskommt. Und ja, es war eigentlich die Neugier, die mich dazu bewegt hat, ja. Ich wollte mal fragen, wie es gesundheitlich bei mir weitergeht. Ich war schon mal vor ein paar Jahren bei ihr in Siegburg oder in der Nähe wohnt sie, ne? Und das ist an für sich eingetroffen. Es gibt reges Interesse also in Remscheid an Lilo von Kiesenwetter und ihren Voraussagungen zu der Zukunft. Und sie ist noch bis Samstag, den 4. Januar, hier im Allee-Center anzutreffen. Und wie man an der Schlange sehen kann, gibt es einiges Interesse daran, sich die Zukunft vorhersagen zu lassen.